Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingeschmeckt. Ja, ursprünglich hatte ich mir ja schon gedacht, ich mache diese Folge in Italien am Campingplatz. Auf die Idee bin ich gekommen, wo ich in meinem Zelt gelegen bin, hier bei 10 Blocker, ein Ort, aber ja, da hinten noch jede Menge Holz. Mein Polo da hinten wird noch jede Menge Zaster fressen, demnächst. Tja, also mache ich diese Folge auch wieder hier zu Hause. Da steht schon der Perkulator, heizt schon auf, aber da ist jetzt kein Kaffee drin. Schauen wir rüber, was es ist. Und zwar habe ich hier dieses Mal im Wasserbad, geschlossener Beutel, das Express-Menü Rinderroulade. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Und hier haben wir noch als Beilage den Reis gedünstet. Ich werde mit Sicherheit heute nicht alles aufessen, zumindest von dem Reis. Den werdet ihr dann in einem anderen Video noch sehen, den Rest auf der Feuerplatte. Da habe ich nämlich auch schon eine Idee. Weggeschmissen wird hier nichts. Tja, wäre ich jetzt wirklich in Italien am Strand gewesen, dann hätte das Video mit Sicherheit wesentlich mehr Daseinsberechtigung. Aber mir geht es ja jetzt in erster Linie darum, wie schmecken diese Menüs. Aber eins kann ich euch verraten, das nächste Reingeschmeckt Video, da werde ich ganz was anderes ausprobieren, austesten, wo wahrscheinlich alle von euch schon zigmal dran vorbeigelaufen sind und sich gedacht haben, mache ich doch selber. Klar, haben wir auch schon selber gemacht. Viel besser wird es natürlich selber gemacht, aber ihr werdet es dann im nächsten Reingeschmeckt sehen, was ich meine. Gut, ich lasse das jetzt da hinten erst einmal aufkochen, heiß werden und dann werden wir verkosten. Also dieses Mal wird es hoffentlich eine kürzere Nummer. So Leute, es wäre soweit. Es hat lang genug gebrodelt. Ich habe unten auch schon wieder zugemacht. Einmal Reis und einmal Rouladen. Jawohl. Wie gesagt, die Menüs sind so aufgebaut, dass es eben immer einen Hauptgang gibt und eine Beilage. Ja. Verlinken werde ich das Ganze wieder unterm Video. Die habe ich ja von www.sicherstadt bekommen. Und ich kann es wieder nur betonen, ich habe kein Verdienst daran. Maximal einen lecker schön gefüllten Bauch. Jo. Einmal umrühren hat es geheißen. Einwandfreier Reis. So, und dann schauen wir uns doch mal die Rouladen an. Na, komm raus, du Feigling. Haben wir jetzt beide schon erwischt? Jawohl. Sind tatsächlich beide. Da hängen noch ein paar Fleischfetzen drin. Und ausreichend Soße ist ja dabei. Soße schmeckt schon mal lecker und dann gehen wir rüber am Tisch und da tun wir dann essen und probieren. Also es ist ja trotz allem ein Fertiggericht und ich kenne auch die Dosenrouladen, was es sonst so gibt, noch von früher. Jetzt probieren wir das Ganze mal.
Da ist sogar Ei mit drin. Also andere Variante, als ich mal gemacht habe. Aber ich muss sagen, es schmeckt doch sehr lecker. Man kann es gut essen. Und definitiv zu den normalen Dosenrouladen kein Vergleich. Verdammt, warum ist es immer so heiß? Ja, Leute, ich weiß, es wird wieder viele Daumen nach unten hageln, aber wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, ein paar Daumen nach oben wären schon schön. Wie gesagt, ich verlinke das unten. Sollte jemand in der Finger oder in der Zunge jucken, der kann sich das gerne bestellen. Einfach selber mal ausprobieren. Und ja, sorry, dass das jetzt nicht von Italien, vom Campingplatz kommt. Geht halt nicht alles so, wie man es gern hätte. Ich esse jetzt auf und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Boah, noch ein kurzer Nachtrag. Also, wächst eine Menge. Ich habe es nicht aufessen können, obwohl ich mir nur ein klitzekleines bisschen Reis genommen habe. Ich bin vollgefressen bis Unterlippe. Wow. Also reichen tut es auf alle Fälle. Und wie gesagt, der Reisbeutel ist immer noch so voll hier. Mit dem Reis habe ich noch was vor auf der Feuerplatte. Und da gibt es dann ein separates Video dazu. Also, normales Video. Aber jetzt bin ich weg. Jetzt, Leute, ist mir doch noch was eingefallen, bevor ich die Daten auf dem PC überspiele. Ein kleiner Manko, hätte ich jetzt fast gesagt, habe ich doch noch entdeckt, ist mir eingefallen. Um meinen Schatz zu zitieren, mehr anbraten. Ja. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass die Rouladen etwas mehr angebraten gewesen wären, dass sie einfach ein bisschen mehr Farbe und Röstaromen haben. Also das wäre aber ja so jetzt mein einziger Wunsch dazu gewesen. Ansonsten war es echt klasse. Gut, Leute, jetzt aber endgültig raus hier. Und da Schatzi nicht da ist, übernehme ich die ehrenvolle Aufgabe heute.